It is natural to die. Hallöchen und willkommen zurück hier bei World of Warcraft. Ja, es tut mir leid, es kommt wieder ein Tag später, wenn nicht sogar zwei Tage. Tut mir leid, aber jetzt über die Feiertage habe ich echt keine Zeit gehabt, da war der PC eigentlich gar nicht an. Und jetzt nähert sich auch schon wieder Silvester. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal weiter und ja, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Für die, die es nicht wissen und die letzte Folge nicht gesehen haben, wir fangen jetzt hier im Sumpfland an. Ja, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas von dem sammeln. Die Droprate ist, glaube ich, nicht so hoch, aber naja. Kriegen wir schon hin, denke ich. Ja, wie war denn euer Weihnachten so? Ne? Habt ihr schöne Geschenke bekommen? Habt ihr schön Geschenke verteilt? Also wir haben eigentlich eher nur Geschenke verteilt. Also ich an die kleinen Kids der Familie, die Kinder und Babys. Alle kriegen Babys und Kinder, nur ich nicht. Aber ich kann noch warten. Ich meine, ich bin jetzt 27, werde bald 28. Ich sollte vielleicht doch mal langsam drauf hinarbeiten, aber ich denke mal, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich fühle mich noch nicht so alt, außer halt, wenn ich Party gemacht habe und einen Kater habe. Ja. So ist das. Das Wetter ist irgendwie auch beschissen. Es regnet zwar gerade nicht. Ja, aber auf der Welt ist gerade ziemlich viel passiert, ne? Zwei Vulkane sind irgendwie ausgebrochen. Tsunami. Pipapo und dralala. Ja. Ziemlich traurig, ja. Ziemlich traurig. Aber was so kann man nichts machen, leider. Das ist das Problem. Ist es wirklich die Erderwärmung? Man weiß es nicht so. Das ist halt alles so eine Sache. Ah nee, das ist Rarity, Rarity. Einer ist rar. Egal, muss ich nicht verstehen. Interessiert mich eigentlich auch nicht. Fakt ist, wir müssen da von dem was einsammeln. Und ich glaube, das kann ein bisschen gehen. Dün, 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 dün. Stirb. So. Jetzt bist du dran. Geht's auch schon weiter. Wahrscheinlich wird die Folge diesmal ein little bit kürzer wie sonst. Ja, ja, ihr denkt doch auch, erst kommt die Folge zu spät, dann wird sie kürzer. Ich meine mit kürzer jetzt so eine Dreiviertelstunde anstatt eine Stunde. Sollte mich mal heilen, ne? So, kurz gestunt, geheilt und weiter geht's. Die Droprate ist echt beschissen. Nur Müll dabei, nur Müll dabei. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ah ja, Assassin's Creed kommt ja auch schon seit drei Tagen, glaub nicht mehr. Heieiei. Sollte ich die letzte Aufnahme noch machen, weil dann ist, glaub, das Spiel vorbei. Und ich habe ehrlich gesagt... Hängt mir da auf dem Kopf hier? Okay. Ja. Assassin's Creed muss ich noch aufnehmen. Das ist dann, denke ich mal, bald mal fertig. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar keine Gedanken gemacht, was als nächstes kommt. Hab zwar noch so viel bei mir im Repertoire, aber nichts, worauf ich gerade so wirklich Lust habe. Muss ich jetzt hier auch mal zugeben.
Keine Ahnung, vielleicht kommt bei der Überbrückung wieder ETS. Mal gucken. Da bin ich jetzt auch in so einer virtuellen Spedition drin. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich habe gerade eben gesehen... Ah, da haben wir es ja. Da wurde ich nämlich gerade angenommen. Vor ein paar Minuten habe ich gesehen, dass sie die Bewerbung angenommen haben. Wie das jetzt genau läuft, weiß ich nicht. Das heißt Trucker VS. Hallo? Voll über die Spitzen. Lust auf ein Glas? Seid auf der Hut. Also diesen Weihnachten werde ich... Weihnachten. Dieses Neujahr, also Silvester, werde ich ganz gediegen angehen. Keine Party machen. Einfach nur gechillt mit meiner Freundin auf der Couch sitzen. Vielleicht was essen. Also schon was essen. Ein bisschen DVDs, Blu-rays schauen oder so. Und dann... Mehr nicht. Also sie hat ja noch ein Kind und... Ja, ich habe auch gar keinen Bock zum Feiern. Ja, ist ja jedem das Seine, was er macht. Also ich habe in letzten Jahren genug gefeiert, muss ich zugeben. Mir reicht's dann auch mal. Also zumindest vorerst. Muss ich gerade nicht feiern gehen. So, komm du Lümmel. Komm, du Lümmel. Ich würde sagen, wir gehen... Oh, wir könnten eigentlich noch in die Instanz reingehen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. So. Wo müssen wir denn da hin? Das noch mal erledigen, okay. Dann gehen wir jetzt mal kurz da rein. Vielleicht suche ich gerade in der Zeit mal... Sieht das so komisch aus? Hä? Oh, Mie. Und wir sind hier wieder ganz alleine auf der Map. Scheint wohl so. So, dann benutzen wir unser Wassermount wieder. Ha, nice. Dass ich mir die Mühe gemacht habe, nice. So, hier müssen wir wahrscheinlich rein, ne? So, jetzt geht's den Dunkeleisenzwerge an den Kragen. Ich glaube, die kann man ja sogar jetzt schon als verbündete Völker haben. Ich warte immer noch auf die Zandalari-Drolle. Und da werde ich wieder exzessiv mit einem Kolleg hochleveln. Vielleicht werde ich das auch aufnehmen. Vielleicht dann, ja, mal gucken. So. Den müssen wir umnatzen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Das eigentlich hier. Ah, Heilkraut. So, Feuer. Boah, wie lang das geht, das ist ja abartig. Komm. So, der ist schon mal over. Jetzt hoffe ich, wir kommen zurück, ohne abgeballert zu werden. Wahrscheinlich eher nicht. La 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 la. Echt jetzt? Dein Ernst? Na gut, hat nicht so funktioniert, wie ich eigentlich wollte, aber... Wenn man halt mit dem Mount hochspringt. Oh, nice. Schafft man das noch abzugeben? Ich glaube, wir haben mit 30 Sekunden Zeit, dann passt das. Wie geht's? Bleibt auf dem Boden. So. Willkommen. Mögen eure Reisen sicher sein. Perfekt. Okay. Oh, was willst du von mir? Jetzt kommt die Firewall. Ich fass es nicht. Kommt die Firewall hier? Hey, wieso habe ich hier so ein Rauschen, also ein Kratzen drin ab und zu? Okay.
Wir haben ja nichts Neues bekommen, oder sehe ich das falsch? Oh! Wir haben doch ein paar Sachen bekommen. Durchbalken Gegner mit einem lichterfüllte Klinge, verursachen sie körperlichen Schaden. Okay, machen wir jetzt mal die Heilung woanders hin, vielleicht hier. Okay, das ist auf Abklingzeit, das heißt. Muss mal gucken, wie ich das in die Rota einfüge. Ach, nice, okay. Es erzeugt, ne? Erzeugt zwei heilige Kraft. Das heißt, da kommst du hier hin, mein Freund. Nice, okay. So, jetzt geht das Ganze schon ein bisschen besser aus der Hand, wenn man die so schnell umhauen kann. Jetzt fehlt uns nur noch irgendwie ein AOE-Schaden. Den könnten wir noch gebrauchen. Ich sollte ja den immer zuerst machen, aber halt nur beim Boss. Ja. Das sollte ich eigentlich. Das sollte so sein. Ja, Mann. Da muss ich erstmal gucken, da muss ich in die Rota erstmal reinkommen. Knall den jetzt mal den hier hin. Ist für mich besser zum Spielen. Für euch hat das gar keinen Sinn, für mich schon. So, komm jetzt, mein Freund. So, unterbrochen. Tja, früher ging der Kampf echt nicht so lang. Heiler muss uns gleich heilen, sonst sind wir am Arsch. Hab ich die Quest überhaupt? Ah. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Ups. Hätte die Quest mal vorher annehmen sollen, ich Idiot. Ups. Das heißt, ich kann die Quest direkt mal wieder abbrechen hier. War natürlich jetzt nicht schlau. Habe ich total vergessen, die Quest anzunehmen. Ich dubel. Egal. Beim nächsten Mal dann. Habe ich nichts am Kopf an, oder? Ich habe immer noch nichts am Kopf an. Wird mal Zeit, dass ich was am Kopf an habe, ne? Okay, der muss doch hier hin. Ja, alles Übungssache mit. Ja. Oh. Thank you.
So, komm jetzt. Weg, du. Mir fehlt echt AOE. Wann bekomme ich denn AOE? Oh. 30 noch nicht. Naja, muss ich mal gucken, was im Buch. Ich glaube, 40 ist es. Wow. Mega spät. Wieso bekomme ich erst mit 40 AOE Damage? Das ist echt seltsam. Ich habe das echt nicht mehr so in Erinnerung, aber die hauen ja mit jedem Patch irgendwie die Fähigkeiten woanders hin, so. Auch die Talente so. Ich meine, ich mache gut Schaden, so geht eigentlich, aber... AOE? Komm schon, fliege um jetzt. Ich will ganz schnell hier durch. Waschen nennt man sowas. Was ist da oben los? Was macht ihr? Ich glaube, da droppt manchmal irgendwas Legende. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war hier mal, aber ich kann es echt nicht mehr sagen, warum. Früher hat man die nämlich auch umgehauen. Bö. Vielleicht wegen der Laterne, ne, ich habe keine Ahnung. Mount droppt hier so viel, ich weiß nicht, das wäre mir was Neues. Aber in WoW lernt man ja eh nie aus. Geisterkoch, okay. Naja, die Ini geht ein bisschen. Die zieht sich enorm, vor allem jetzt. Seit das alles angepasst worden ist. Aber ja, so ist WoW halt jetzt. Da macht wenigstens das Leveln ein bisschen mehr Spaß. Für die einen, die anderen nicht. Also ich kenne ja alles, von dem her war ich immer froh, wenn es ganz schnell geht. Aber das bleibt uns halt jetzt für immer verwehrt. Und wenn der Classic-Server kommt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da sind da bisher Monate dran. Aber werde ich auf jeden Fall, also Classic werde ich auch spielen. Werde ich hier definitiv ein Let's Play aufnehmen. Das ist eins, was klar ist. Da können wir auch dann, habe ich dann schon ein bisschen mehr Abonnenten. Vielleicht auch Leute, die WoW spielen. Und dann können wir vielleicht zusammen eine Gruppe machen und können Classic unsicher machen. So, das wäre auf jeden Fall eine coole Aktion. Würde ich krass feiern. Und wäre nice, wenn wir sowas auf die Beine kriegen würden. Und gerne mal in die Kommentare schreiben, wer da Lust drauf hat. Ich hab zwar ab und zu keinen Bock auf WoW, aber irgendwie, ich kündige irgendwie das Abo nie. Nie.
keine Ahnung warum. Ich bring's nicht übers Herz, mein Abo zu kündigen. Ich weiß nicht, ab und zu habe ich doch mal Bock, kurz reinzugehen, aber klar, jetzt mache ich es wegen Let's Play nicht, kann ich eh nicht kündigen. Wäre ja doof. Ich habe gerade gesehen, ich glaube, gestern wurde schon wieder 13 Euro abgezogen und ich denke mir, eigentlich zahle ich fast für einen Arsch. Aber hey, 13 Euro, komm. Ist jetzt auch nicht die Welt. Da kommt schon der Nächste um die Ecke gepfiffen. Ja, Mann, neu kritisch reingepfeffert. Komm schon, komm schon, komm schon. Was mich am meisten aufregt, ist, dass ich mit dem Paladin den Mage Tower nicht gemacht habe. Ich hätte die Waffe so gern gehabt. Ich habe zwar die Flammenwaffe. Warte mal. Oder habe ich die doch? Ne, ich habe die versteckte Waffe. Versteckte Artefaktwaffe habe ich mir geholt. Aber... Ding hat leider nicht. Den richtig geilen Ashbringer, der so mit Blitzen und so auseinanderfliegt. Der ist so geil. Den schade. Schade, dass sie es rausgenommen haben. Die hätten das Ganze auch skalieren können. Aber was weg ist, ist halt weg, ne? Wird wahrscheinlich nie wiederkommen. Gut, WoW wird es eh nicht mehr lange geben. Daran bin ich mir irgendwie so fast sicher. Eine Donne ist gut, eins ist schlecht. So mit der Thematik, da können sie nicht lang weitermachen. Klar, die einen sagen immer, es ist trotzdem gut. Ich sag ja auch nicht, dass BFA schlecht ist. Vielleicht kriegen sie auch noch die Kurve. Man weiß es nicht. Ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen. Ich habe jetzt neue Kapitel und den neuen Patch noch gar nicht mit meinem großen Char angeschaut. Sollte ich die Tage echt mal machen wieder. Bisschen den neuen Content daddeln. Der neue Raid kommt ja, glaube ich, Mitte Januar oder so. Bis dort hätte ich dann eigentlich Ulti schon gerne mal auf Heroisch wenigstens durch. Aber ich bin halt einfach in der WoW-Materie nicht mehr so drin wie damals. Andere Zeiten. Gibt halt mittlerweile so viele Spiele, die ich spielen will, und wenn ich die ganze Zeit irgendwo in WoW hänge, naja, komme ich einfach nicht dazu, andere Spiele zu spielen. Ich schaffe zwar viele Serien nebenher noch zu schauen, weil ich spiele immer WoW und Serien nebenher. Jetzt geht Siri wieder los, weil ich Serien gesagt habe. Verstehe ich nicht. Ja, habe immer sehr viel Serien nebenher geschaut, das war cool. Aber spielemäßig bin ich halt einfach nicht mehr hinterhergekommen. Wie gesagt, bei Assassin's Creed Odyssey bin ich ja jetzt, puh, ich glaube 40 Stunden und ich habe gerade mal die dritte oder vierte Insel gesehen. Yep. Und das wird noch sehr lange gehen, weil ich dort irgendwie alles mache. Alle Fragezeichen aufdecken. Alle Gebiete erkunden. Einfach weil es schön ist und Spaß macht. Es ist richtig, richtig schön. Ich dachte eigentlich, können nicht wirklich
Origins toppen, beziehungsweise ich dachte, es wird genau wie Origins sein, einfach nur anderes Setting. Aber ein bisschen eine Schippe haben sie draufgelegt. Die Rollenspielelemente, okay, ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ist wieder ein Schritt nach vorne. Assassin's Creed eher zu einem Rollenspiel wird, warum nicht? Es macht Spaß, muss ich zugeben. Es macht Spaß. Es hält ein, die Story ist nicht schlecht. Griechenland ist einfach so schön. Also grafisch haben sie auch nochmal echt eine draufgelegt. Also jeder, der Rollenspiele mag, der würde ich auch mal Assassin's Creed Odyssey ans Herz legen. Hat der ähnliche nichts mit Assassin's Creed jetzt gerade zu tun. So, und aus dem Animus, die Story aus dem Animus da, die Real Story so, die interessiert eh kein Schwein mehr. Hab mich am Anfang auch immer aufgeregt, dass es da nicht mehr, dass sie da nichts mehr machen, weil es damals bei Assassin's Creed 2 jetzt, wo ich ja auch spiele, ziemlich interessant war. Aber ich muss sagen, bei Assassin's Creed 2 hat es jetzt auch nachgelassen, ne? Die Story draußen. Das wird erst ab Brotherhood und Revelation wird es draußen nochmal auch gut Story geben, wo man rumrennt und Sachen und Rätsel löst und pipapo. Aber im Endeffekt so, man braucht es nicht. Mich interessiert die Story um Layla nicht. Das ist die Protagonistin, die im Animus reingeht und quasi die Zwillinge, die Brüder, der Bruder und Schwester da spielt, also Alexia und Alexius. Also ganz ehrlich, ist mir Wayne. Bis jetzt wurde ich also nur am Start und zwischendrin wurde ich einmal rausgerissen. Dann konnte ich mir draußen was angucken und dann bin ich wieder in Animus. So, das waren 3 Minuten, so die Sache war erledigt. Interessiert mich auch nicht mehr. Man braucht dieses nicht mehr. Man braucht es echt nicht mehr. Und ich glaube auch, die haben einfach nichts mehr zu erzählen. Das Einzige, was an Assassin's Creed irgendwie zu tun hat, ist halt, dass mit dem Animus noch irgendwie, dass halt der Animus da ist. Das müssen sie halt einbauen, damit es Sinn hat, glaube ich. Sonst gar nicht. Also das ist meine Meinung. Also ich brauche es wirklich nicht mehr. Ich finde so, in die Richtung, in den Ubisoft mit Assassin's Creed geht, finde ich gut. Muss man auch nicht mehr großartig was ändern. Klar, ein bisschen erweitern, so an den Witcher kommt es natürlich nicht dran. Witcher steht halt einfach für sich, würde ich sagen. Und dass alle Spiele immer mit Witcher verglichen werden, ja, kann man verstehen, sollte man aber nicht. Ich weiß nicht, was als nächstes an Witcher rankommt. Wahrscheinlich Cyberpunk. Also, ja, der eigene Spieleentwickler. Oh, das war doch CD Projekt, das der Cyberpunk macht, ne? Nicht, dass ich mich hier vertan, aber ich glaube schon. Als nächste Projekt von denen auf jeden Fall wird vielleicht an Witcher drankommen, aber auch nur vielleicht, man weiß es nicht. Oder es wird besser, man weiß es eben nicht. Das ist so eine Sache. Aber ich glaube, Cyberpunk wird geil. Also das, was man schon bisher gesehen hat, geil. Werde ich auf jeden Fall suchten, aber bis dort brauche ich auf jeden Fall eine neue Grafikkarte. Jetzt auf jeden Fall 2019 auch mein erster Punkt, neue Grafikkarte. Und eigentlich neue CPU auch noch, das heißt, komplett neuen PC. Direkt wahrscheinlich mit einer 1080 Ti oder direkt schon mit einer RTX. Denke mal, das ist einfach das Beste. Und halt ein i7 6700 oder so. Wobei ich muss sagen, bei CPU würde ich auch eine AMD nehmen zum rein zocken, aber da ich ja hier Let's Plays aufnehme und Render und so, da kommt AMD leider nicht mit der Technologie von Intel. So, jetzt muss ich was trinken. Einen Moment.
So, weiter geht's hier. Weiß nicht, wenn ihr das anders seht mit Intel und AMD. Ich weiß, ich will jetzt auch gar nicht hier diesen Krieg anfesseln. Das gleiche wie Xbox und PlayStation. Ich denke, jedes hat seine Vor- und Nachteile. Intel ist halt gut und leistungsstark, aber preislich halt echt nicht mehr cool. Ich glaube, da sind wir uns alle sicher. AMD ist echt preisgünstig und hat auch noch Power. Aber in Sachen Rendern weiß ich nicht. Ich kann den Vergleich nicht groß bringen. Ich habe das halt eben nur gelesen. Aber ich denke mal, das kann nur einer sagen, der wirklich Ahnung davon hat. Deswegen will ich da auch gar nicht groß was dazu sagen. Ich lasse mich auch gerne des Besseren belehren. Ich bin nicht so. Ich bin nur so, wenn ich genau weiß, was ich weiß. Ja. So, jetzt ist die Ini auch gleich rum. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Schießt los oder zieht Leine. Ja. Schade, dass ich die Quest am Anfang vergessen habe. Hoppala. Hoppala. So, Lord Godfrey. Scheiße. Voll vergessen, ich hätte eigentlich erst das hier nehmen müssen. Komm schon, stirb. So, jetzt kommt er gleich wieder mit seiner Ghule. Wie easy die einfach früher waren. Das ist einfach überhart. Hört ihr das auch immer, dass es immer irgendwie so kratzt? Cool, wenigstens haben wir was Gutes bekommen. 38er Hose, so was haben wir hier drin. Ich hätte gerne mal einen Kopf. Sein, dass ich immer noch keinen Kopf habe. So, Coop verlassen. Ja, dann gehen wir hier weiter. Wieso habe ich immer noch keinen Kopf an? Ach, kein Finger, kein Schmuck, keine Halskette. Bin ja fast leichte Beute hier. Heiland, zack du. So, Spinnen. Wie ekelhaft. Ich hasse Spinnen. Ich glaube 90% der Welt auch. Die sie nicht hassen, die haben sie zu Hause in der Wohnung. Uah, eklige Viecher. Gut, ich habe nicht eine Phobie wie andere, aber unbedingt in meinem Zimmer müsste ich sie auch nicht haben. Obwohl sie zwar fliegen und so einsammeln, die machen einem ja auch nichts. Aber wenn so eine Winkelspinne da, Hauswinkelspinne kommt, so dann, boah, dann schüttelt es mich aber auch, du. Muss ich auch nicht gerade haben, meine Freunde.
Geht doch den meisten bestimmt auch so. Sind einfach eklig. Aber Spinnen braucht die Welt, muss man halt auch mal so sagen. La da 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 da. Oh, ich muss in die Höhle, okay. So, jetzt geht das schon viel besser mit dem Kämpfen, ne? Dadurch, dass wir eine Fähigkeit mehr dazu bekommen haben. Wir sind Level 25 jetzt. Das dachte ich gerade, was mit der passiert. Yeah. Was eine Fähigkeit mehr so ausmacht. Weil da haben wir fast keine Wartezeit mehr zwischen den Fähigkeiten. Das gefällt mir. Ich sollte schon aufsammeln, ne? Hey, wann kriege ich eigentlich mein Ross? Pferdroster, göttliches Ross mit 28. Also kann ich mal schneller nach vorne rennen, ne? Ja, ja. So, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rechts. Oh, da ist noch jemand. Hey, ciao. Spinnen wollen sich immer unsichtbar machen, habe ich das Gefühl. So, da ist noch eins. Perfekt. Die Seite ist erfolgreich gesäubert. Da lang. Nummer 4 vom Erz. Komm her, eklige Spinne. Erst nach oben oder erst nach unten? Gehen wir nach oben. Vielleicht müssen wir ja auch gar nicht nach unten. Keine Ahnung. Doch, müssen wir. So, Nummer 6 und Nummer 7. Oh doch, wir müssen nach unten, ne? Ich glaube noch die Mutterspinne umlegen, ne? Müssen wir, glaube ich. So, Witwe. Da ist sie. Na, da muss ich hin. Jetzt dachte ich gerade, kann ich über ein Wasser gehen? Aber das ist ja nur ein bisschen Wasser hier. So, jetzt den ganzen... Au, oh, okay. Okay, alles gut, mein Freund. Ganz gechillt sein. So, der ist erledigt. Quest, die nehmen wir auch gerade an.
So, jetzt gehen wir hier raus und jetzt haben wir gleich das Problem. Jetzt sind wieder ganz viele Spinnen unterwegs. So, also ich muss gucken, dass ich nächsten Samstag über eine Stunde aufnehme, damit sich das wieder ausgleicht. Ist ja mies. Aber gut, ich habe ja eigentlich fast immer eine Stunde gemacht. Ich glaube, einmal waren es 50 Minuten, der Rest war immer über eine Stunde. Ich glaube, die letzte Folge war sogar eine Stunde 10 oder so. Mein Gott, ist halt so. Ich meine, rumjammern bringt nichts. Ich muss mich höchstens selber mal auf den Kopf hauen vielleicht. Das wird helfen. Ja. Aber ich habe es euch ja auch mal gesagt. Klar, diesmal habe ich keine Zeit gehabt. Wirklich, ich habe gerade echt keine Zeit. Sonst wäre Assassin's Creed auch schon längst wieder on air. Aber manchmal hast du einfach keine Lust. Und wie ich euch ja schon mal erzählt habe, wenn ich keine Lust habe zum Aufnehmen, dann werde ich es auch nicht mehr tun. Also wenn ich gerade nicht so den Elan habe, den Lust, weil wenn ich jetzt einfach aufnehme und irgendwie kaum was zu erzählen habe oder einfach die ganze Zeit still bin oder mich jeden Scheiß aufregt, wie bei Assassin's Creed manchmal, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, einfach. Sagt ihr es mir? Also ich glaube, das ist einfach nicht so cool. Oder findet ihr das anders? Man merkt es doch, wenn einer keine Lust hat zum Aufnehmen oder wenn er einfach gerade keine Lust hat oder so, ne? Ich finde, man merkt das. Sowas bekommt man denn jetzt. So, wir nehmen der andere gibt keine Stärke. Bleibt auf dem Boden. Ziehen wir das gleich mal an. Ich hätte trotzdem gerne mal was für den Kopf. Fort mit euch. Ich will was für den Kopf haben. Bleibt sauber. Okay, wir können kurz hier noch ein paar Sachen verkaufen. Eigentlich alles. Weg, 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 weg. Mögen eure Reisen sicher sein. So, der hat eine neue Quest für mich. Für euch tun. Echt jetzt? Oh. Hey, ciao! Stunkeleisenzwerge. Nice. Ein Dunkeleisenzwerg. So, jetzt müssen wir ganz hier hin. Ich find's cool, dass es wenigstens jetzt hier angezeigt wird, wo man hin muss, weil das ist noch gar nicht so lange her. Da fragt man immer, hey, wie kommt man am schnellsten da und da hin? Weil es gab ja so viele Anlegestellen immer bei der Horde und bei der Ali, wo es von hier nach da ging. Du blickst es irgendwann selber gar nicht mehr. Aber jetzt finde ich es gut, sie zeigen sie an. Da finde ich nice. Hat lange gedauert, ne? Wir werden unterwegs wahrscheinlich jetzt noch andere Flugpunkte mit Quests bekommen. Ich nehme sie auf jeden Fall an, mache noch nichts und fliege dann wieder zurück, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Ich gehe mal rüber. Hä? Jungs, hier ist ein Bug. Das ist ein Stolperseil, aber es ist ein Bug. Egal, kommt vor. Ist ja kein schlimmer. Aha, Quest gibt's hier auch. So, bevor ich die annehme. Das war mal eine kleine Aufnahme jetzt. Eine etwas kleinere, so viel kleiner auch nicht. Viertelstunde, aber
Muss kurz abmischen und rendern. Ne? Ihr wisst Bescheid. Dass auch Sonntag alles kommt. Ich denke mal so gegen Abend, aber wenn ich jetzt hier sag, so ist für euch eh egal, weil ihr seht's ja dann gerade jetzt schon. Ja. Gut, wir sehen uns jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Für die WoW angucken, da hören wir uns auf jeden Fall definitiv nicht mehr. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins voll wieder versprochen, ey. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr, ins Jahr 2019. Ich hoffe, eure Wünsche erfüllen sich auch übers Jahr. Und wenn ihr wunschlos glücklich seid, dann wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin Glück und Gesundheit, ne? So, ich bin weg. Euer Claudio, Black Forest Gamer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.